Moin Moin, es ist Kieler Woche 2016. Ich bin heute auf der Kiellinie unterwegs. Hinter mir ist die Bundesländermeile, wo es verschiedene Spezialitäten aus verschiedenen Bundesländern aus Deutschland gibt. Und ich versuche heute herauszufinden, ob die Besucher dieser Meile denn wissen, was die Kieler Sprotte ist und vor allem, wie man sie isst. Viel Spaß! Kennt ihr die Kieler Sprotte? Ja, kennen wir. Wisst ihr, also Fisch, ja, mögt ihr? Ja. Nee, überhaupt nicht. Und jetzt suche ich mutige Besucher, die mir erzählen, wie man eine Kieler Sprotte isst. Hier, lecker Kieler Sprotten für dich. Und was meinst du denn, wie isst man die? Der Fisch ist ziemlich klein. Ich denke mal, Besteck oder Fischbesteck wird da nichts. Also in die Hand nehmen und los geht's. Und, traust du dich? Ich bleib lieber bei der Schokoladenversion. Wollen Sie mir einmal zeigen, wie man die isst? Ja. Übrigens, die Kieler Sprotte kommt eigentlich aus Eckernförde. Wusstet ihr das schon? Sagen Sie mir doch mal, wie man die isst. Ja, die. Wie man die isst. Was ich da sagen? Ja. Vordere und hintere Teil weg und dann geht's schon dahin. Ja, bitte. Ja, sicher. So, so. Und dann? Ich glaube, man beißt einfach rein. Mega. Sehr gut. Ich habe viele gefunden, die wussten, wie meine Kieler Sprotte ist. Teilweise wurde gar kein Fisch gegessen. Teilweise mit Kopf, ohne Kopf. Mein Besteck habe ich gar nicht gebraucht. Und die restlichen Kieler Sprotten, die lasse ich mir jetzt schmecken.